Also am Anfang ein paar Erklärungen zu dem Evangelium selbst, weil auch wenn man es tausendmal gehört hat, übersieht man da ein paar sehr wichtige Hinweise, die der Evangelist uns überliefert. Die Eltern Jesu zogen jedes Jahr zum Paschafest nach Jerusalem. Klingt unspektakulär, ist aber etwas Besonderes. Von Nazareth nach Jerusalem, das ist schon eine weite Strecke, wenn man sie zu Fuß gehen muss. Und nicht alle Juden taten das zur Zeit Jesu. Das war das höchste Maß an Frömmigkeit, das man zeigen konnte, dass man das Paschafest in Jerusalem feiert. Und das ist auch das, was wir dann später im Evangelium berichtet hören, wie Jesus mit seinen Jüngern zum Paschafest nach Jerusalem zieht. Er hat es von seinen Eltern gelernt. Es ist schon eine Besonderheit. Dann steht es hier, dass Jesus, also das, was wir heute gehört haben, 12 Jahre alt war. Für die Juden ist es auch heute, zumindest für die Jungs, für die Mädchen führt man es auch mancherorts ein, aber das ist nicht so wesentlich für das Judentum. Aber für die Jungen war es ein Alter, 12 Jahre, wo sie in das Erwachsenenleben eintraten. Deswegen tritt hier Jesus auch als einer, der andere schon lehrt. Also mit 12 Jahren darf ein Jude in der Synagoge, und das war schon zur Zeit Jesu so, auch die Heilige Schrift laut lesen. Das gehört zum Erwachsensein im Judentum. Also Jesus steht hier nach dem jüdischen Verständnis an der Schwelle zum Erwachsenensein. Und das Dritte, worauf ich hinweisen möchte am Anfang, ist, wie lange die Eltern Jesus gesucht haben. 3 Tage lang. Ich weiß nicht, wie es in euren Ohren klingt, aber in meinen erinnert es an die Grabesruhe Jesu. 3 Tage war er tot, bevor er von den Toten auferstanden ist. Also die Bibel ist voller Symbole, Hinweise, Querverweise. Und das macht auch Spaß, das zu lesen, wenn man die auch erkennt. Deswegen erzähle ich es euch am Anfang, aber das ist nicht das, was ich euch mitgeben möchte heute. Ich habe mir das heute durchgelesen, die Lesungen, die wir aufgetischt bekommen haben, und ich habe mir gedacht, wie jedes Jahr bei diesem Fest, was für eine heilige Familie ist es eigentlich? Man muss auch nüchtern sagen, Jesus, ein uneheliches Kind, 2 Leute miteinander verheiratet, die einander nicht wirklich verstehen können, Josef und Maria. Vielleicht hat da Jesus mit 12 das auch mitbekommen, dass Josef nicht sein leiblicher Vater ist. Vielleicht ist er deswegen abgehauen. Er berichtet uns der Evangelist nicht, aber man kann sich denken, könnte auch sein. Was ist an dieser Familie eigentlich heilig, wenn man so menschlich denkt? An und für sich nichts. Es ist eine Familie, wie viele unsere Familien heutzutage sind. Man versteht einander oft nicht. Die Ehen sind auseinandergebrochen, neue Beziehungen entstehen. Also eigentlich eine ganz moderne Familie. Und das zeigt, dass das, was sehr viele heutzutage als eine große Schwierigkeit erleben, dass die Familien vielleicht nicht das waren, was unsere Großeltern hatten, das ist nichts Neues. Das gab es schon zu Zeiten Jesu. Beruhigt nicht, macht die Sache auch nicht besser. Und es zeigt auch, dass die Heiligkeit der heiligen Familie nicht darin bestand, dass es eine perfekte Familie war. Diese Familie war überhaupt nicht perfekt. Man muss sich das auch auf der Zunge zergehen lassen. Die heilige Familie war nicht perfekt. Das ist der Ausgangspunkt.
Aber worin besteht diese Heiligkeit? Also die Kirche feiert dieses Fest schon ziemlich, ziemlich lange. Also wird es schon einen tieferen Grund haben. Und der Grund dafür habe ich gefunden in dem ersten Johannesbrief. Wir haben heute aus dem dritten Kapitel gehört. Also die Johannesbriefe, die sind ein bisschen schwierig zu lesen, weil da keine Geschichten sind, die sind sehr theologisch. Aber eines, was mich aufmerksam machen ließ oder aufmerksam machte, ist, was am Ende dieses Kapitels steht. Geliebte, wenn das Herz uns aber nicht verurteilt, haben wir gegenüber Gott Zuversicht und alles, was wir bitten, empfangen wir von ihm. Da liegt für mich der Schlüssel in diesen Worten für die Heiligkeit der Familie Jesu. Klingt jetzt ein bisschen enigmatisch. Es geht um das Wort Zuversicht. Und das ist hier in der neuen Übersetzung eben mit Zuversicht übersetzt, was eine sehr gute Übersetzung ist. Also es gibt auch andere Möglichkeiten, dieses Wort zu übersetzen, also aus dem Griechischen. Man kann es auch mit Freimut, Freimütigkeit übersetzen. Und im ersten Johannesbrief und im Hebräerbrief hat es eine ganz besondere Bedeutung, dieses Wort. Es geht darum, um unser Verhältnis zu Gott. Wie sind deine Gefühle Gott gegenüber? Die Älteren von uns haben das vielleicht gepredigt bekommen, die Jüngeren von uns erleben es auch im Verhältnis zu Gott. Dass unser Verhältnis zu ihm sehr oft von Angst geprägt ist. Manchmal ist diese Angst ganz unbewusst, aber sie ist sehr oft da. Wie werde ich vor ihm dastehen, wenn ich das und jenes mache? Wie schaut mich Gott an, weil ich das oder jenes gemacht habe oder nicht gemacht habe? Was denkt Gott über mich und mein Leben? Kann er es gut heißen, wie ich lebe? Eigentlich müsste er mich verdammen. Es sind Gedanken, die manchmal aufkommen. Ich sage nicht, dass es in deinem Leben aktuell so ist, aber wenn du aufmerksam bist, wirst du dich dabei auch erwischen, dass du mehr oder weniger bewusst auch so über Gott denkst, weil Gott auch eine Instanz ist, die über unser Leben richtet. Und viele Leute haben echt Angst vor diesem Richter. Und einige von denen zu Recht. Einige haben keine Angst vor Gott. Und da sollten sie sich eigentlich fürchten vor dem Gericht, das Gott über ihr Leben sprechen wird. Ja, ein bisschen Unbehagen. Gott hat auch diese bedrohliche Seite, weil vor ihm zeigt sich, wer ich wirklich bin. Und das reicht schon aus, dass es einer weiß, wie ich manchmal bin. Aber im Johannesbrief und im Hebräerbrief beschreibt dieses Wort Zuversicht oder Freimut, Freimütigkeit, einen Weg zu Gott, einen Weg, der in der heiligen Familie auch gelebt wurde. Mein Verhältnis zu Gott soll davon geprägt werden, dass ich vor ihm frei bin und voll Zuversicht, dass Gott einer ist, der mir Gutes will, bedingungslos. Darum geht es hier, also nicht nur, aber unter anderem in dem kurzen Ausschnitt aus dem ersten Johannesbrief, dass wir dazu berufen sind, in Freiheit vor Gott zu leben. Wir dürfen zuversichtlich sein. Und wenn du dir so einen Raum vorstellst in deinem Leben, wo nicht die Angst herrscht, sondern Zuversicht und Freiheit, dass du Dinge aussprechen kannst, die dir auf der Leber liegen, ohne fürchten zu müssen, dass dich jemand einfach verurteilt oder schief anschaut, das ist das,
wie unser Verhältnis zu Gott ausschauen sollte. Und die Früchte davon, das sagt dann der Johannes weiter, also dass wir dann empfangen, was wir ihm bitten, seine Gebote halten und tun, was ihm gefällt. Das sind die Früchte dieses Verhältnisses. Und das ist auch etwas, was ich bei der heiligen Familie sehe. Also da ist sehr viel Zurückhaltung gewesen bei allen. Josef hat, also von ihm wird kein einziges Wort in der Bibel berichtet. Er hat einfach seinen Mund gehalten, weil er wahrscheinlich nicht oft wusste, was er sagen soll. Und trotzdem vertraute er darauf, dass das, was Gott ihm einmal in einem Traum gesagt hat, dass er zu Maria halten soll, gut ist. Und er hat zu ihr gehalten. Weil er die Zuversicht hatte, dass Gott in diesem konkreten Weg ihm Gutes tun wird. Maria hat auch nicht so viel geredet. Also nicht so viel wird von ihr berichtet. Geredet hat sie sicher genug, wie jeder von uns. Aber berichtet wird nicht so viel. Und das zeichnet auch ein bisschen das, wie sie gestrickt war. Dass sie sich sehr zurückgenommen hat und zurücknehmen musste letzten Endes, damit Jesus sich entfalten kann. Also beide, Josef und Maria, haben Jesus einen Raum geschaffen, wo er frei leben konnte und die Zuversicht zu Gott lernen durfte. Und auch Jesus hat seinen Eltern diesen Raum gelassen. Als er erkannt, dass er Sohn Gottes ist, ist er nicht gekommen und hat gesagt, kniet euch vor mich hin, ich bin Gott selbst. Sondern er ist einfach ihr Sohn geblieben. Das ist das, was für mich die heilige Familie auszeichnet, das, was ich in der Bibel daraus lese. Dass dort das, was der Johannes in seinem Brief beschreibt, diese Zuversicht, diese Freimut, die Freimütigkeit Fuß fassen konnten. Und das ist auch ein sehr guter Hinweis darauf, wie man in der eigenen Familie das Familienleben gestalten kann und soll. Das ist christlich, wenn man so miteinander umgeht. Aber das ist der Grund, für mich eigentlich der einzige Grund, warum diese Familie heilig genannt wird. Weil in dieser Familie, das ist jetzt auch ganz besonders, konnte Gott Mensch werden und der Mensch konnte Gott werden. Ich empfehle euch wirklich, schaut's euch an, ohne irgendwelche sentimentalen Gefühle und Duseleien, wie diese Familie miteinander umgeht. Man kann es gut im Lukas-Evangelium nachlesen, vor allem die ersten Kapitel. Vielleicht ist es eine Lektüre für heute, für dich. Wenn du keine Bibel zu Hause hast, kannst du im Internet auf bibelselver.de alle Übersetzungen finden, die es nur gibt. Es macht auch Spaß, eine andere Übersetzung zu lesen. Da eröffnen sich neue Welten. Aber ich will das jetzt nicht in die Länge ziehen, sondern euch nur mitgeben. Schaut auf die heilige Familie, auf ihre Heiligkeit, indem sie einen Raum dafür schafft, dass Jesus, Maria und Josef miteinander in Zuversicht und Freiheit wachsen können. Und versucht es auch in eurem Leben zu leben. Du musst dafür nicht perfekt sein. Dazu sind wir nicht berufen. Wir sind zur Heiligkeit berufen, wie sie die heilige Familie unter anderem gelebt hat.